36,5 Meter streckt sich das Demonstrator-Hochhaus D1244 in Stuttgart-Vaihingen in die Höhe. Es ist das erste adaptive Hochhaus der Welt. Es passt sich an Umwelteinflüsse wie Wind an und eröffnet so neue architektonische Möglichkeiten. Wir erforschen adaptive Hochhäuser, weil diese Typologie besonders relevant ist in Anbetracht der Urbanisierung der steigenden Weltbevölkerung. Diese Gebäude sollen unserer Meinung nach adaptiv sein, weil dadurch viel mehr Ressourcen gespart werden können. Und um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir neue Disziplinen dann integrieren, sprich Maschinenbau oder sogenannte Systemdynamik. Das sind Technologien, die im Maschinenbau, im Flugzeugbau schon erfolgreich integriert worden sind und angewendet worden sind. Und wir wollen den Transfer im Bauwesen dann mit diesen Gebäuden dann erproben und validieren. Die Konstruktion des D1244 funktioniert wie der menschliche Körper. Also wenn dann das Gebäude unter Wind steht und sich bewegen will, dann haben wir verschiedene Sensoren, die integriert sind in der Fassade sowie auch in den Stahlbauelementen. Und diese Sensoren geben Signale an den Computer. Und durch Algorithmen sagt der Computer an den Muskeln, das sind in unserem Fall hydraulische Aktoren, wie sie sich zu bewegen haben, damit das Gebäude von der bewegten Position in der geraden Position wieder zurückkommt. Und dadurch brauchen wir viel weniger Masse in den Tragwerk dann einzusetzen. Und das ist unser Ziel. Die Forschung hat gezeigt, am Beispiel von dem Demonstrator-Hochhaus D1244, dass es möglich ist, mehr als 50% der Masse, mehr als 50% der Emissionen sparen zu können. Wir wollen aber noch mehr. Wir wollen zeigen, dass es dieser Ansatz nicht nur für Tragwerke spannend und erfolgreich ist, sondern auch für die Fassade. Hier können wir auch weniger Emissionen erzeugen, dadurch, dass wir anpassungsfähige Elemente integrieren. Wir können eine ganz andere Art der Interaktion zwischen Architektur und Menschen ermöglichen und dadurch eine aus meiner Sicht zeitgemäße Architektur entwickeln.